zum Beispiel haben wir ein schönes italienisches Restaurant hingebaut, was ziemlich nice aussieht. Das kann ich euch auch noch zeigen. Uppala. Blub. So. Ne, hier wird gekocht. Hier ist die Terrasse zum Eisessen. Und hier kann man auch noch ein bisschen raus. Sehr romantisch. Wunderschön. Sehr schön. Haben wir auch mal ein paar Folgen dran gearbeitet. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. So. Dann gucken wir hier doch nochmal so ein bisschen raus. Alter Schwede. Ich bin wirklich... wirklich sehr, sehr froh, dass ich wieder da bin. Finde ich einfach sehr schön. So. Ja, dann müssen wir uns mal einen Plan machen, was wir denn jetzt alles noch tun. Ich würde sagen, wir ernten erstmal ein bisschen Fleisch. So, die hat hier nämlich nichts zu suchen eigentlich. Und dann schauen wir mal. Unser Eisen dürfte mittlerweile fertig sein. Axt haben wir noch eine, aber nur Steinäxte. Dann würde ich jetzt mal sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich relativ viel... Kohle am Start haben und auch wieder ordentlich Eisen, könnten wir eigentlich ohne Probleme uns... Oh, wir haben so viel Holz haben wir gar nicht mehr, ne? Hier haben wir noch Tropenholz. War hier noch irgendwo Holz? Stein. Schilder. Naja, schaut an. Wirklich Holz haben wir nicht. Und damit ist klar, was wir jetzt machen. Wir müssen erstmal richtig schön viel Holz farmen. Dafür mache ich dann mir erstmal ein paar Äxte. Wir haben 44, Level 44. Ich hätte ja einen großen Bock, einfach mal eine Eisenaxt mal ordentlich zu verzaubern. Weil mit so vielen Leveln, da kannst du einfach so viel machen, das ist unfassbar. Außerdem haben wir keinen Amboss und mit dem Amboss könnten wir auch coole Dinge tun. Wie viel Eisen haben wir denn in der Tat? 14, okay. Das heißt, wir brauchten 3 Blöcke. 1, 2, 3, um einen Amboss zu machen. Haben wir den? Den müssten wir eigentlich zur Schmiede bringen. Dann bringen wir den doch mal zur Schmiede. Dann hat das alles seine Ordnung. Die Schmiede ist ja bei uns hier unten auf dem zweiten Marktplatz. Gut, da müssen wir noch mal ein bisschen was tun. Da bin ich jetzt aber gerade noch so ein bisschen unkreativ. Also dieses Eck hier, das ist noch nicht fertig. Ja, das sieht man auch. Das ist noch nicht rund. Da muss man noch ein bisschen Hand anlegen. So, hier ist die Schmiede. Und haben wir jetzt hier kein Crafting Table hier. Wie bescheuert. Okay, aber wir haben hoffentlich genug Holz. Ja, gerade so. Dann machen wir einfach ein und... Wir haben sogar 2, Alter. Machen hier ein Crafting Table hin. So. Dann machen wir uns einen Amboss. Wunderbar. Der muss hier sowieso hin. Kaboing. Wunderbar, da können wir nämlich verzauberte Gegenstände kombinieren. Und das heißt, wir werden jetzt ein paar... Wir werden jetzt, glaube ich, 2 Äxte, Eisenäxte machen. Die beiden werden wir verzaubern. Und dann hier kombinieren. Dann haben wir eine tolle Axt. Mit der können wir dann mal einfach eine Session lang schnell und effizient Dinge verzaubern, sag ich schon. Was ist das denn hier? Achso, das ist eine Sonnenblume. Sehr schön. Warum habe ich da nur so wenige von? Oh, hier haben wir diese Dunkeleiche, glaube ich. So, hier in der Bibliothek ist unser Verzauberungstisch, so wie sich das gehört. Klopf. Hallo, ich würde gerne ein Buch ausleihen. Und zwar hätte ich gerne von Franz Kafka Die Verwandlung. Das fängt an mit dem, der erste Satz lautet, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, sah er sich in ein widerliches Ungeziefer verzaubert. Also so ähnlich. So ähnlich sind die ersten, ist der erste Satz. So, ja, unsere Schilder hier sind alle noch gut, ne? Poesie und Plagiate, fantastische Texte. Pure Poesie. Was haben wir hier? Oh, praktische Geschichte. Und hier leider ein Fehler. Weiß ich nicht mehr, was da stand. Was ist hier? Kleine Bücher, große Worte. Wunderbar. Und dann verzaubern wir mal unsere Eisenaxt. Hier kann man irgendwas reinmachen, zum Beispiel Lapis. Okay, aber warum? Ich hätte gern einfach nur Level 1.
Ach so, wir könnten eine Lapis Lazuli reinmachen. Brauchen wir jetzt unbedingt Lapis Lazuli in 1.8, um zu verzaubern? Das sieht so aus, ne? Ja, irgendwie sieht das so aus. Dann wollen wir das doch tun. Das ist jetzt hier gerade so ein bisschen ein Hin und Her gelaufen. Das tut mir leid. Aber erstens müssen wir so ein bisschen wieder in unser Dorf reinkommen. Und unser Dorfleben. Und zweitens ist das hier ein 1.8. Da haben sich ein paar Sachen geändert. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen reinfinden. Das müsst ihr mir einfach nachsehen. Genießt so lange die tolle Aussicht. Genießt so lange einfach, dass wir wieder zu Hause sind. Und dann wird alles wieder gut. So, Lapis hatten wir hier unten. Auch nicht zu wenig. Dann nehmen wir doch einfach mal hier mit. Was war denn das für ein Geräusch? Achso. Ja, die Geräusche sind von der Alpha-Version von Minecraft. Wer da etwas, sagen wir mal, sentimental ist oder einfach... Alter Schwede. So nice. Wer die Geräusche einfach besser fand, der hat sie jetzt wieder. Ich finde die nicht immer besser. Also wenn man zum Beispiel über Wiese läuft, ist es ein bisschen stampf, stampf, stampf. Da fand ich die neuen besser. Aber, Alter, warum komme ich so richtig zur Tür rein? Dankeschön. Haben Sie jetzt Feierabend? Ja, würde ich sagen, ne? Gehen Sie mal schön nach Hause. So, mir läuft die Nase weg. Wir verzaubern dann mal so ein bisschen. Bonjour. So, wir packen etwas Lapis Lazuli hinein. Ah, très bien. Effizienz 2 und Effizienz 3 und Effizienz 1. Schön, dass das auch dran steht, ne? Und noch irgendetwas anderes, glaube ich. Komm, wir machen mal. So, was haben wir denn hier? Plus 5 Angriffsschaden. Okay, wow. Was haben wir hier? Level 10. Würde uns dann 10 abziehen, oder wie? Keine Ahnung, wir machen einfach mal. Plus 5 Angriffsschaden. 5 und 2 und 2. Sind das dann 3 oder 4 Effizienz? Wir wissen es nicht. Das sind genau die gleichen Äxte. Komisch. Okay, wir kombinieren das jetzt einfach mal mit unserem Amboss und schauen mal, was dabei rauskommt. Wir probieren einfach mal und testen. Wir haben ja Zeit und ich glaube, wir haben hier unser Dorf auch. Was ist das denn für ein Ding? Oder liegt das nur daran, dass hier nebenan eine Fackel ist? Ja. Okay, lustig. Sieht echt komisch aus. Okay. Wir haben das, glaube ich, gut genug abgesichert, dass wir hier auch rumlaufen können. Ohne dass... Okay, habe ich zugemacht. Ohne dass uns gleich ein Monster auffrisst. So. Oh nein, wir haben wieder Tron am Start. So. Ich mache mal kurz eine kleine Nasenputzpause. Ich bin sofort wieder... So, da bin ich wieder. Und wir haben fett Tron am Start. Sehr krass. Wieso ist das so? Manchmal passiert es, manchmal nicht. Schade, okay. Müssen wir unsere Shader leider wieder ausschalten. So. Sieht man gleich mal, wie langweilig das aussieht, ne? So, und ich habe noch gar keine... Ja, wir hätten noch mal einen richtigen Weg nehmen können, ne? Noch gar keine Monster gesehen oder gehört. Was mich ein bisschen verwirrt, weil eigentlich müssten doch jetzt hier welche spawnen, oder nicht? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben das wirklich ganz gut gemacht. Ist auch perfekt ausgeleuchtet. Träumchen. So, dann führen wir das mal zusammen. Das da plus das da gibt Effizienz 3 plus 5 Angriffsschaden. Okay. Von Effizienz 2 auf Effizienz 3. Kann man machen. Machen wir erstmal unsere Steinaxt kaputt, unsere Steinäxte kaputt, weil die sind nicht wirklich lang haltbar. Die haben wir ja, glaube ich, einfach auch nur für unsere Tour gemacht.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen. Ja, ich weiß, hier ist eine Höhle in der Nähe. Und dann, oh, wir haben auch Hunger. Kümmern wir uns ein bisschen um Bäume, pflanzen die natürlich dann auch gleich wieder neu. So, wir werden bereits empfangen. Guten Abend. Und ich wünsche eine gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir versuchen mal wieder die Shader einzuschalten. So, wunderbar. Sieht, glaube ich, gut aus. Jawohl. Unsere Aufgabe besteht jetzt, das Lapis wollen wir unbedingt da lassen, besteht darin, dass wir jetzt, Essen haben wir noch, jawohl, Brot. Dann lassen wir gleich aber auch noch andere Sachen da, zum Beispiel das Feuerzeug brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Lapis wollten wir unbedingt da lassen, das brauchen wir auch nicht. Und Holz war nochmal wo? Hier, okay. Dann packen wir das Zeug auch hier rein, das brauchen wir jetzt einfach gerade echt nicht. So. Gut, das könnten wir dabei haben, falls wir tatsächlich nochmal was brauchen. Das können wir hier runterpacken. Das können wir stacken. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Holz farmen. Das wir ja auch dringend brauchen. Und ja, dann brauchen wir wieder ein paar Themen, über die wir erzählen können. Richtig schön wäre es ja mal, wenn ihr eines Tages tatsächlich über Twitter oder über, weiß ich nicht, über die Kommentare sagt, was euch denn so interessieren würde. Ah, ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. Und zwar ist heute Freitagabend und morgen ist Samstagabend. Das ist natürlich nicht schon das Thema, aber das war ein hoher Baum. Morgen Abend findet zum ersten Mal auf dieser Welt der erste, vielleicht kennt ihr das Thema sogar auch schon, habe ich auch schon mal im, habe ich auch schon mal drüber gequatscht, wann war das? Ich glaube, in Power City. Habe ich, es findet morgen zum ersten Mal die Broad ID statt. Und ja, ich werde wahrscheinlich hingehen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie es mir geht. Heute läuft mir ja so ein bisschen die Nase und war ich auch zu Hause und ging es mir nicht gut. So, die erste Schapitz, nee, also der Steinhacke ist kaputt. Ja, mal gucken, wie es mir morgen geht. Ich weiß es noch nicht. Versuche aber hinzugehen. Das ist eigentlich auch nebenan. Ich wohne hier ja direkt am Mediapark in Köln. Und von dem her wäre das eigentlich kein Problem. Schauen wir aber mal. Aber ich würde mich freuen, also ich freue mich, glaube ich, wenn ich es schaffe. Denn es kommen ein paar YouTuber, die ich nicht kenne, noch nicht kenne. Und es ist eigentlich immer ganz cool, so ein bisschen mit der, naja, mit den YouTubern abzuhängen. Das sind einfach ganz nette Leute. Und ja, freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und ich höre gar keine Musik. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde die Musik so leise heute. Erstens mal machen wir ein anderes Lied rein. Ach, so schön. Nee, das machen wir nicht. Machen wir auch nicht, das kennen wir schon. Hier, das kennen wir noch nicht so. So, ich muss mal unbedingt auch wieder meine alten Tracks reinpacken. So, wunderbar. Her mit euch. Was haben wir denn hier eigentlich für Holz? Fichtenholz, wunderbar. Das werden wir hier dann auch wieder einpflanzen. Wenn es dann soweit ist. So, und ich bin echt so happy, wieder hier zu sein. Unfassbar. Was man für eine Beziehung zu so einem blöden, quadratischen, kleinen Spiel aufbauen kann. Unfassbar. So.